Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu The Walking Dead Episode 5. Es bleibt nicht viel Zeit. Wir sind hier gerade in einem Nachbarhaus, weil Umid hat uns den Weg frei gekloppt und hier liegt ein totes Ehepaar. Oder ein totes Paar. You okay? Yeah. Let's keep at it. Immer am Ball bleiben, Lee. Immer am Ball bleiben. Hey, Kenny. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Okay, such du weiter an der Lampe rum, was auch immer du suchst. Hey, Krista. I guess Crawford would have gotten them anyway. Okay, Fernseher. Judging by the decor of this room, I guess they were PBS watchers. Hey, sehr gut mit Art übersetzt. Like schön. And they watch Kung Fu movies. Props zu dem übersetzen. Sehr schön gemacht. Gemälde. Hard to believe the world once felt this peaceful. Ja, das stimmt. Kann man sich kaum noch vorstellen. Haben wir eine Tür, was haben wir da? Ein Medaillon. What do you call this thing? Art? Hey, Umid. Du bist cool. It's sick, but think of all the pain they avoided. Ja. So, dann schauen wir jetzt mal erstmal die Balkontür an. Be the way out. Und gehen mal raus. Ach, so ein kleiner französischer Balkon. Hatte ich auch in meiner letzten Wohnung. In dieser Wohnung habe ich weder französischen noch einen armenischen Balkon. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Okay, Kreuzbalkon. Hä? Wie Kreuzbalkon? Habe ich eben noch im Übersetzer gelobt, jetzt muss ich ihn wieder schelten. Er meint wahrscheinlich überquere den Balkon. Also cross. Wie überqueren. Sehr gut. Du wirst noch zum Weitsprung-Weltmeister, Lee. Vor allen Dingen, wenn du nur gegen Walker antrittst. Jetzt noch Kenny. Oh. Da wart aber schon am Wackeln. Let's keep going. Be careful up here. Okay. You don't want to climb yet, right? Ich glaube nicht. Dafür sind die ein bisschen zu hohl, die Viecher. It's good to be moving. Ich kann nicht aufhören. Bist du bereit? Du machst das gut. You're was? Doing good. I'm not, but I'm trying, man. What happened? Honestly, you know how many nights Kat and I laid in that broke-down RV? And she'd give me hell for not thinking enough about the rest of you? All of them. Every damn night. You got that walkie-talkie? Yeah, of course I do. You might want to give him a call and tell him we're coming for him. Yeah, right. Ja, das ist eine gute Idee ist. Careful cross here. Ach, das war Ironie. Kann das sein? Verstehe ich manchmal nicht so gut. Das bricht doch jetzt auf jeden Fall zusammen. Da wette ich doch meinen linken kleinen Zeh drauf. Den ich sehr häufig nutze. Ich würde es ein bisschen schneller gehen, Lee. Aber na gut. Alles voller Walker. Überall, überall. Da, das Brett bricht durch. Nee, doch. Das Brett bricht durch. Nee, auch nicht. Hm. Okay. River Street's just up ahead. Nope. Maw of Darkness full of walkers? Fuck that shit. Ich sehe keine. I don't see any down there. You can hear them, right? We're all desensitized to it, but I can still smell them. Let's keep going, you bunch of lollygaggers. Nein, Kenny! Nein! Oh, fuck. Yeah, oh, fuck. Well? I'm so sorry. Wir müssen es zurückholen. We have to get it back. That's our lifeline to her. But we can find this guy without it. And what if we don't? We need every clue that comes out of it. Lee's right. I am so fucking sorry. It's fine. We just need to figure out who's going down there. No, we don't.
Oh. Krista! Jesus fucking Christ! I got it. Get me up. Fuck! We can't reach. Find something, fast! Okay. Oder sie, oder ich? Ja. Keep a fucking eye on her. Okay. Okay, wir müssen schnell was finden. Was haben wir da? Ein Pfosten. Ein Vollpfosten, den nehmen wir. Grab onto this! We'll pull you up! Good. Thanks. Mit einer Hand liegt. Oh. Autsch. Sorry. Hehehe. Oh 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 oh. Da ist ein Schatten hinter dir. Da ist ein Schatten. Fuck. Shit, they're in there. Nimm den Pfosten. Nimm den Pfosten, fuck. Den im. Jump up here, baby. Nimm doch den Let's Pfosten. Go. Jump. Fuck. Me in my fucking mouth. What are you doing? Get her, Ken. Said all that shit and not do something now. Come on, reach. I got you, hon. Save her. Go, go, go. Do you fucking hear me? Kenny. Der hat nur einen Schuss. Oh, ich muss drücken. Er hat doch nur einen Schuss. Kenny. Kenny. Wo bist du? Where are you? Scheiße, Kenny! Nein, nicht Kenny! Kenny war ganz cool! Fuck! Get the fuck off me! No! Go! I'll be... Oh. Kenny! Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet! Scheiße! Where'd he go? Ich weiß es nicht. We don't know. He could be down there still. He could be on the run. He could be gone. He could be okay. He went down there for you. I know he did. He... Fuck! Scheiße, scheiße, scheiße. Kenny, Mann. Der war doch unser Bro. Der war unser Kumpel. Gnade? Das ist keine Gnade. Marshall's Hotel da. Is around the corner of the block. Are you okay? Do you want to talk? Kenny war mein Freund. Kenny was my friend. He could be tough to like, but I agreed with him most of the time. So, we were assholes together, I guess. This is a shitty time, but I want to make sure we're clear before we go forward. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. Ja, das müsst ihr. Yeah, you do. Let me take all the risks. That's not what I mean, necessarily. It's what I mean. It's what we gotta do. Okay, wir balancieren da vielleicht mal rüber. Well, at least it doesn't look like a death trap. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Ist sie schwanger? Decision doesn't make itself. Ich gehe zuerst. I'll go first, in case anything happens out there. You sure? Yeah. Ist sie schwanger? Habe ich das gewusst? Habe ich das nur wieder vergessen? Okay, falls das jetzt zusammenkracht, dann doch bitte unter uns und nicht unter Omid und Krista. Aber das sieht ja recht stabil aus eigentlich. Just go nice and slow. Was habe ich gerade gesagt? Sieht stabil aus? Ich nehme es zurück. Fuck.
Warum wackelt das denn so? Das ist doch zwischen zwei Häuser gespannt. Das muss doch eigentlich total sicher sein. Total fest. Almost there. It's an easy crossing. Good. Aber es wackelt ganz schön. Ah, fuck, fuck, fuck. Gut, dass uns das passiert ist und nicht den beiden. Schnell. Shit. Are you okay? Fine. I'm kind of fucked here. What are you gonna do? Ich lass mir was einfallen. I'll figure something out. There's not a ton of options. Nee. Scheiß drauf, ich mach das jetzt. Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? Finde mich, wenn du runterkommst. Find me when you get down. What the fuck does that mean? It means what it sounds like. Hotel's around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy! There's no other way. Kannst du das Stück gar nicht noch hochklettern, anstatt runter? Das wäre irgendwie sicherer, oder? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Aber vielleicht sehen die uns ja als eine der Iren, weil wir schon gebissen wurden. Vielleicht merken die das irgendwie. Chemische Botenstoffe oder irgendwas. Oh, Scherben. Keine gute Idee. Da rüber zu laufen, meinte ich. Oh. Aber die als Waffe zu nehmen vielleicht. Ah. Krass. Kann ich denn irgendwie alternieren zwischen den Maustasten oder was? Was? Oh. Oh. Wie oft ich in diesem Spiel sterbe. Scheiße. Okay. Ich probiere mal mit rechts geht nichts. Es geht nur mit links, okay. Wie krass cool das irgendwie ist. Lee. Der coole Lee. Und egal, wen ich anklicke, glaube ich. Oder doch nicht? Nee, doch nicht. Wow. Das ist aber scharf, das Teil. Ist das der Wagen, den wir nicht ausgeraubt haben? Ist der das? Fuck. Waren das seine Vorräte, die wir nicht genommen haben, die anderen aber genommen haben? Das Haus der Familie Marsh. Ist eher ein Hotel, was einfach Marsh-Haus heißt, oder? I don't know. Und wie finden wir jetzt hier das richtige Zimmer? Wahrscheinlich das, was anklickbar ist. Wird wahrscheinlich das richtige Zimmer sein, denke ich. Mal. Immerhin ist es hier drin ruhig. Ist es das hier? Warum ist es das hier? Warum geht er so zielstrebig auf diese Tür zu? Na, hörst du was? Ich höre nix. Dann gehen wir mal rein. Guten Tag. Jemand da? Warum ist denn hier so ein Seil gespannt? Wenn eine Tür aufgeht, geht die andere auch auf, oder was? Hä? Wer bist du denn? I got us adjoining rooms. Wo ist sie? Where is she? I already told you.
She's fine. Wo ist sie? Trotzdem. You look horrible. Na, du siehst auch nicht gerade hübsch aus. Go over there. Wer bist du? Put your things down. Let me out. Clementine. He's out there. Lee. Okay. Quiet, please, sweetie. Your things. There. Hier ist alles. Nein, wir setzen nicht das Leben von Clem aufs Spiel und unsers. Just be cool. Do I not seem cool? Nee, du siehst gar nicht cool aus. Good. Go sit down. Do you know who I am? Nein, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Nein. No. I don't know anything about you. Sag ich ja. You wouldn't. People like you don't. Was? Now you're thinking, who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest. Das war doch der. Full of all sorts of food, water, things you need to survive. Yeah. Yeah. I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. I didn't take from you. Yeah. Your people didn't? I didn't agree with it. That's what Clementine said. Why didn't you? Es war einfach nicht richtig. Es war nicht richtig. It wasn't right. It wasn't our stuff. Ja. That's real good of you. Look, what do you want me to say? I don't want you to say anything. I want you to know what happened. Have you ever hurt somebody you care about? Yeah. Yes, of course. Who? Clementine Ben, meine Frau. My wife. Clementine said she wasn't with you. I heard her a long time ago. How? Auf so manche Art. In a lot of ways. She traveled for work. I didn't like that. I wanted a family. A reasonable thing to want. So we fought, and it made my biggest fear come true. Got sick one day on my way to class, canceled it and went home. Found her there with someone else. Killed him. I was mad at her for so long, and I can't imagine how much pain she felt. How about you? I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. And then we came back, and all our stuff was gone. Your people, Lee. That asshole in the ball cap. His stupid fucking wife. Die ist tot. I could have earned her trust back if they hadn't made our situation so desperate. Tut mir leid. I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later. Oh, scheiße. In the road. Fuck, ey.
Do I look like a monster to you? Ein bisschen. Wie wir alle. We all do. Some more than others. I'm not like you. You killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. Ich habe sie beschützt. I did what I had to. You abandoned a defenseless, grieving woman. Was? Wen? Was? Sie hat es verdient? She deserved it. You brought her to the most dangerous place in this city where she could have died. Ich konnte sie nicht allein lassen. I couldn't leave her at the house alone. She would have been better off. How could you know all this? Das habe ich mir gedacht. Das Walkie-Talkie. You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. Also ein Dieb ja nun nicht. Ich habe dir nichts gestohlen. I didn't steal from you. But think of everything else you did. After I found Clementine on my radio, I wasn't even mad at you. I was coming for the others. For revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. Nee. I bet you don't even know how old she is. Doch, sie ist... She's 8. Yeah. Wrong. She's 9. Oh. But her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Bist du verrückt? Nein. No. Shut up. It makes sense. It's not happening. Nur über meine Leiche wirst du mit Clementine eine Familie gründen. You'll have to kill me. Yeah. I know. Oh, scheiße. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you... I'm glad too. Was? I wish you wouldn't have had to get this bad, but... It's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. Was? You're gonna like Clementine a lot. Redet er mit dem Kopf seiner Frau oder was? She's sweet. She wouldn't hurt a fly. Sehr gut. Sehr schlecht. Scheiße. Ich komm schon daher, doch. Niemals! Clementine. Let's just get somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Hat er dir wehgetan? Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah.
Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. You weren't afraid. I was. You didn't act like it. I know. I am now. It's okay. Okay. Puh, was für eine Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir mal Clementine irgendwie in Sicherheit bringen. Ich hoffe, das schaffen wir auch. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen!